Meine Damen und Herren, liebe Volks-TV-Zuseher, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum ersten Kaiserbier-Musikanten-Stammtisch aus Hollersbach. Mit mir an Bord wird in dieser Sendung und nicht nur in dieser Sendung, sondern auch in allen weiteren Sendungen der Gregor sein. Der Gregor, der auch unter anderem der tolle Musiker ist von Freddy Pfister und seiner Band. Aber lieber Gregor, lass uns zuerst die Chance nützen und unseren Zusehern deine Wenigkeit ein bisschen besser vorstellen. Der Gregor kommt aus Salzburg, aber woher ganz genau? Geboren bin ich in Biesendorf, das ist ein bisschen unterhalb, also oberhalb von Kaprun. Und mittlerweile sind wir raufgezogen, meine Frau und ich, auf Stuhlfelden. Und jetzt haben wir das Haus hier oben gepachtet, das Gästehaus Mittereck. Und da machen wir jetzt unseren Kaiserbier-Musikanten-Stammtisch. Und bevor wir uns über dieses einzigartige Haus unterhalten, müssen wir natürlich schon ein bisschen auch über deine musikalische Laufbahn plaudern. Und ich glaube, da gibt es auch einiges zu erzählen. Du hast ja ganz schön früh mit der Musik begonnen, oder? Ja, mit 7 Jahren habe ich eigentlich angefangen mit dem Akkordeon. Das, was ich lange Zeit gemacht habe. Und dann ist das Tenorhorn dazugekommen, die Zugposaune. Und dann bin ich zu der Militärmusik gekommen. Ich habe eine gewisse Zeit lang studiert, das was ich aber nicht fertig gemacht habe. Viele Gemeinsamkeiten. Ja, nein, weil dann die Original, die Tiroler Spatzen, dann bei mir angerufen haben und gefragt haben, ob ich gerne einsteigen würde. Und das habe ich dann auch gemacht und bin dann als erster Tenorist. Und also da haben wir uns abgewechselt als Posaunist, erster Posaunist, zweiter Posaunist mit Gesang und E-Bass bin ich dann eingestiegen. Und nach all diesen Jahren hat man natürlich sehr, sehr viel Routine gesammelt. Du hast viele Bands dann auch gehabt, wo es dann weitergegangen ist, Step by Step. Und jetzt bist du mittlerweile beim Freddy Pfister und seiner Band gelandet. Wie lange bist du schon beim Freddy jetzt dabei? Jetzt sind wir 2 Jahre, bin ich jetzt dabei beim Freddy. Und das ist eigentlich die schönste Zeit und genau das, was ich immer gesucht habe. Und das war meine Erfüllung eigentlich, die Freddy Pfister Band. Freddy ist ja eine absolute Ikone und wir dürfen ihn heute auch hier bei unserem Stammtisch begrüßen, den werden wir dann gleich vor das Mikrofon schnappen. Jetzt aber von dieser musikalischen Reise reisen wir doch jetzt wirklich daher, ins Gästehaus Mittereck. Und das gibt's jetzt, besser gesagt, das gibt's schon lange, aber euch gibt's noch nicht so lange da. Wie lang seid ihr jetzt schon die Besitzer? Du und deine nette Gattin. Besitzer, wir sind die Pächter. Wir sind seit Juni diesen Jahres, haben wir jetzt das Gästehaus Mittereck gepachtet und jetzt schauen wir, wie es anläuft und wir hoffen, dass alles passt und dass wir viele Gäste haben und schöne Momente eben im Kaiserbier Musikantenstammtisch auch und wo wir die vielen Events haben und das würden wir hoffen, dass das recht gut anläuft. Ich muss jetzt schon in der ersten Sendung damit starten, ihn zu verbessern, meine Damen und Herren. Es läuft unfassbar gut an. Ich war natürlich ein bisschen neugierig, bevor ich hier da hergekommen bin und habe ein bisschen im Internet umgesehen. Und da gibt es ja mittlerweile sehr viele Portale, wo man wirklich als Gast eine Nachberichterstattung da reinschreiben kann. Und die Bewertung ist unfassbar. Es gibt ja da hervorragend, gut, exzellent. Und dann gibt es noch eine Kategorie, die habe ich bis dato nicht gekannt. Die nennt sich außergewöhnlich. Und so sind auch die Bewertungen. Da schreibt zum Beispiel der eine: Für diesen Preis, eine solche Unterkunft hat er noch nie bekommen. Der andere schreibt wieder, ein solch reichhaltiges Frühstück. Das ist einfach sensationell. Die eine Dame aus Deutschland, glaube ich, hat geschrieben, noch nie war sie bei einer so netten Familie untergebracht. So, lieber Gregor, warum oder weshalb macht man von Anfang an alles richtig? Ist das deine Erfahrung von der Bühne oder darf man da auch ein bisschen den Dank an die Gattin weitergeben? Es ist absolut der größte Dank und die kommt auch aus dem Gewerbe, ist meine Frau und es ist das Herz dieses Hauses und die macht eigentlich alles richtig, was man nur richtig machen kann und ich helfe ihr, ich unterstütze sie und ich mache die Events, ein bisschen mehr Arbeit mache ich für meine Frau wieder, aber wir arbeiten recht gut zusammen und so soll es auch eigentlich sein und es soll immer so weiterlaufen, dann sind wir richtig zufrieden. Wir sehen jetzt auch gerade ein paar Bilder eingeblendet von diesem wunderbaren Haus. Es gibt ganz, ganz tolle Zimmer. Jetzt ganz interessant für unsere Zuseher. Habt ihr das ganze Jahr geöffnet oder ist das rein nur im Winter? Wie schaut das aus bei euch? Nein, es ist das ganze Jahr ist es geöffnet. Also wir schauen, dass wir so wenig wie möglich, natürlich haben wir unsere Urlaubszeit, da wo wir mal 2 Wochen zu haben, aber sonst sind wir eigentlich immer vor Ort. Man kann auch immer frühstücken gehen für die einheimischen Gäste, auch für Auswärtige. Die können bei uns ein Frühstücksbuffet kaufen und das nachher genießen, das Reichhaltige. Aber so haben wir für die Gäste das ganze Jahr offen. Dieser heutige Tag verläuft eigentlich ganz konträr.
Wenn man jetzt den Sinn des Hauses betrachtet, denn heute steppt da der Bär drin, es geht richtig rund, aber normalerweise ist es da wirklich ein Erholungspunkt, oder? Man hat die Ruhe, man hat eine wunderbare Aussicht, man kann abschalten. Also ich glaube, perfekt für jeden Urlaub, wenn man ein bisschen Action haben will und vor allem, wenn man dann herkommt, da ist Ruhe pur. Natürlich, also wir haben hier im Haus, da ist rundherum nichts, nur Wiesen und Wald und natürlich unten der See, den was man mitbenutzen kann. Also bei uns ist eine Wahnsinnsaussicht und auch die Ruhe, aber man kann nur ein paar Kilometer weiterfahren und dann haben wir den Action am Berg. Und so ist es natürlich ein super Zusammenspiel vom Haus und vom Urlaub mit den Gästen. Wunderbar, ich wünsche euch jetzt weiterhin schon alles Gute. Ich glaube, ihr seid genau die richtigen Personen, die in dieses Haus gehören. Und jetzt, meine Damen und Herren, ich habe es Ihnen schon erwähnt, der Fredi Pfister wird dann auch gleich kommen. Und du bist ja beim Fredi mittlerweile schon einige Zeit dabei. Ich hätte heute so ein kleines Spielchen geplant, wie gut der Gregor die Musiklegende Fredi Pfister kennt. Und ich habe mir da, schau mal, meinen Zettel an wie in der Schulzeit, habe mir da was zusammengeschrieben und jetzt brauche ich von dir die Antworten und später werden wir dann die Antworten mit den Antworten von Fredi vergleichen. Was meinst du? Vorher müssen wir anstoßen. Okay, das ist kein Problem. So, Prost einmal zu Hause natürlich auch. Lieber Gregor, das Lieblingsgetränk von Fredi Pfister, was meinst du? Das Lieblingsgetränk Cola. So, notiere ich mich ganz schnell. So, schreiben wir mal hin. Cola. Die Lieblingsspeise von Fredi? Buttenschnitzel. Um Gottes Willen, wenn das so weitergeht, wird das dann doch nicht interessant. So, Buttenschnitzel. Dann, jetzt wird es aber interessant, meine Damen und Herren. Das Lieblingslied aktuell auf der Bühne von Fredi? Das Lieblingslied. Jetzt wird spannend. Es ist mittlerweile wieder ein Lieblingslied geworden, glaube ich. Und zwar ist es die Tiroler Burmbolka, weil unser Martin, unser Zircher Spieler, das einfach so gewaltig spielt wie sonst kein anderer. Eine uralte Schürzenjägernummer, der Tiroler Burmbolka. Das, glaube ich, ist jetzt mittlerweile wieder eins der Lieblingslieder geworden. Er, glaube ich, hat viele und er ist da, also er ist ja ein Musiker aus Leib und Seele und ich glaube, das... Ja, ich trage das einmal ein. Ich trage das einmal ein. Das wird heute sehr spannend. Das wird heute sehr spannend. Dann, Achtung jetzt, der Lieblingsfußballclub von Fredi. Ja, ich glaube, ich weiß es. Ich glaube. Also FC Bayern ist einmal nicht... Okay. Aber ich glaube Dortmund. So, schreiben wir rein. BVB natürlich. Und dann hätten wir noch zwei. Das Lieblingshobby? Das Lieblingshobby. Ich glaube die Musik. Die Musik, traum ein. Und dann hätte ich noch eine. Und die Familie. Schreiben wir, das lasse ich gelten. So, Musik und Familie. Und dann hätte ich noch einen Punkt. Das Lieblingsurlaubsziel, das Domizil von Fredi Pfister, wenn es nicht einmal die Bühne sein soll. Ich glaube Bibione. Bibione, na das klingt nochmal schon richtig gut. So, lieber Gregor, ich bedanke mich zuerst einmal für alle Informationen. Wie gesagt, alles Gute und wir müssen schon wieder reinschauen heute zum Stammtisch. Das Haus ist voll, die Stimmung ist perfekt und jetzt gibt es wieder absolute Live-Klänge. Haben Sie viel Spaß dabei und wir zwar freuen uns auf eine tolle Staffel. Natürlich, ja.
Nachdem es beim Stammtisch schon richtig rumgeht, bin ich jetzt darüber sehr, sehr glücklich, dass wir unseren heutigen Stargast begrüßen dürfen hier im Gästehaus Mittereck. Freddy Pfister, warum, ist gleich schnell erklärt, denn der Gregor ist mittlerweile auch ein groß und fixer Bestandteil der Freddy Pfister Band. Ist genauso richtig und der Gregor hat ja letztes Jahr 2018 mit seiner Frau, mit der Melanie, die kommt ja, ich habe es ja im Dezember schon mit dir einmal kurz abgesprochen, die kommt ja aus dem Hotelfach und die haben diesen wunderschönen Gasthof übernommen als Frühstückspension mit, kann man Berg übernachten da, wunderschön da in Hollersbach mit einem Badesee, alles dabei, was man sich wünscht und natürlich beim Musikantenstammtisch, den wir jetzt ja hoffentlich öfter machen können oder hier stattfindet und wir haben stolz, dass er das macht mit seiner Frau und heute freue ich mich narrisch, dass so viele Leute da sind. Lieber Freddy, dieser Stammtisch, der ist schon mal ein Riesenerfolg. Wenn man auf deine Karriere zurückblickt, ist das ebenso ein Riesenerfolg gewesen und es ist noch immer so. Du hast mir dazumals, und ich glaube, ich kann mich noch sehr gut erinnern, aber erzählt, du fühlst dich jetzt wieder so richtig motiviert, freust dich sogar aufs Proben. Das heißt, auch das Feuer in dieser Formation, das brennt wie vielleicht jemals zuvor. Ja, es ist so, es hat immer gebrannt bei mir. Also ich bin ja ich wollte eigentlich schon nach der Hauptschule Profi werden, habe ich aber nicht gedarft, weil die Mama gesagt hat, lern was Gescheites, dann habe ich ihr zu lieb noch Konditor gelernt und bin ich zum Militär gekommen, nach Sitzenheim. Und gleich danach, wo ich vom Militär heimgekommen bin ich dann Profi geworden. Also ich nur mit Musik befasst, Duo gespielt und so weiter. Mit meiner jetzigen Frau haben wir die erste Partie gehabt, da war ich 12. Aber dann eben hauptberuflich und ja, der Biss in mir ist aber schon da gewesen. Jetzt, wie gesagt, bis auf die zwei Schicksalsschläge, die ich haben müssen ertragen, die letzten zwei Jahre mit dem Verlust von Andi und von Michi. Aber das Feuer brennt immer noch. Und jetzt mit meinem Mann da, mit Martin, mit Gregor und so weiter, ist alles eine tolle Sache. Super Leute um mich herum, die Technik-Crew. Und wie gesagt, ich freue mich auf jeden Auftritt. Und bei dir möchte ich noch was dazu sagen. Die treffe ich ja momentan öfter wie meine Frau. Ne? Wollte ich gerade das Gleiche sagen. Lieber Freddy, ja. Ich muss noch was sagen. Und der Blasch, das ist der liebe Mann hinter der Kamera. Der soll irgendwann einmal erwähnt werden, weil der reist durch ganz Europa mit dir, mit VolksTV. Blasch, wir haben dich alle lieb. Fred, jetzt weiß ich, weil die nächste Runde dann sollte heute beim Kaiserbier Musikantenstammtisch. Ich wollte nur eins erwähnen, es gibt kein Interview, was wir zwei machen, ohne dass ich jemals eins vergessen habe, die Zeit der Zillertaler Schürzenjäger. Wir wissen ja auch mittlerweile aus dem letzten Interview, Zillertaler Hochzeitsmarsch, wie der entstanden ist, das können wir dann gleich nochmals erwähnen. Was ich aber damit sagen möchte oder fragen will, hat es in dieser Zeit auch schon solche Musikantenstammtische gegeben oder wäre das überhaupt gar nicht möglich gewesen, als die Zillertaler Schürzenjäger Musikantenstammtisch zu spielen? Nein, du wirst nicht glauben, aber bei uns im Zillertal, in Meierhofen, da gibt es einen Stammtisch, früher hat es geheißen der Thaler Stammtisch, das war die Familie Thaler aus Meierhofen, die haben den gegründet, Gründungsmitglieder waren unter anderem auch der Peter und Alfred von den Schürzenjäger. Der Stammtisch ist glaube ich mittlerweile 37 Jahre alt und den gibt es heute noch. Nur wir haben 2018 übersiedelt, also von der Thaler Tränke, da wo der Musikantenstammtisch jeden Montag stattfindet und stattgefunden hat, da ist jetzt nicht mehr, weil die Rosa-Mama, also die Stammtischmutti, ist leider 2018 verstorben. Und wir sind jetzt bei uns in Ramsau im Zillertal, im D-Sis, das ist also ein Netzlokal, selber, da wird ich selber Musikant und da haben wir uns jetzt mit dem Zillertaler Musikantenstammtisch eingerichtet und den gibt es, wie gesagt, schon seit 37 Jahren. Jeden Montag treffen sie einmal mehr, einmal weniger Musikanten aus dem Zillertal und woher auch immer. Und das gibt es immer und also eine tolle Sache und ich freue mich ganz narrisch, dass da jetzt in Hollersbach beim Gregor das auch stattfindet und ich hoffe, dass wenn da einen Stammtisch macht, muss ja nicht immer mit Fernsehen sein, das ist ja natürlich eine tolle Sache, dass ihr da beim ersten dabei seid, aber es kommt ja darauf an, dass man redet miteinander, dass man gemütlich zusammenkommt und gegenüber den ganzen Politiker, die ja nicht mehr wollen, dass wir miteinander reden, sondern nicht mehr kommunizieren sollen, sondern zusammenhocken, Stammtisch hochacht, viel musizieren und eine Gaude haben. Das ist zum und auf und ich freue mich, dass das da beim Gregor jetzt auch stattfindet. Der Freddy, meine Damen und Herren, der findet einfach immer die passenden Worte. Beim Stammtisch drinnen geht es schon richtig rund. Wir hoffen natürlich, dass er heute sein Instrument mitgebracht hat und vielleicht das ein oder andere goldene Stück spielen wird. Sag einfach ja. Ja, logisch. Und zuvor hätte ich vorgeschlagen, liebe Zuseher, schauen wir uns jetzt einen aktuellen Hit an von der Freddy Pfister Band. Du hast dir gedacht, wir brauchen einen Hit, wo man sich auch ein bisschen musikalisch vorstellen kann. Der nennt sich Hasta la Vista, du bist der Freddy Pfister. Genau so ist es. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Viel Spaß. Ha!
hasta la vista, ich bin der Freddy Pfister. Ich bin ein Zillachtoler, wie ein Buche steht, weil ich wie einer denken kann und so wie einer redet. Ich steh voll auf mein Heimat und brauch die Berg vom Haus. Jedoch als Musikant zieht's mich oft in die Welt hinaus. Da sag ich dann, ich komm aus einem schönen Tal. Aber ich sorg mich gern international. Hasta la vista, ich bin der Freddy Pfister. Die Jungs da mit mir, das ist mein Band. Weil Musik in unseren Herzen brennt. Hasta la vista, ich bin der Freddy Pfister. Ich bin der Typ, der jeden Ton genießt. Für unsere Fans, da ziehen wir alle Register, weil Musik die Sprache aller Sprachen ist. Ich bin halt so geboren, da wächst der Kraut dagegen. Für meine Lieder und ich muss meine Stimme erheben. Ich sing gern über alles, was Leute wie mich bewegt. Auch wenn mich ganz weit weg vielleicht fast keiner mehr versteht. In jedem Ton, da liegt mein ganzes Herzblut drin. Und wer's nicht weiß, dem sag ich jetzt gleich. Musik in unseren Herzen brennt. Hasta la vista, ich bin der Freddy Pfister. Ich bin der Typ, der jeden Ton genießt. Für unsere Fans, da ziehen wir alle Register, weil Musik die Sprache aller Sprachen ist. Hasta la vista, ich bin der Freddy Pfister. Die Jungs da neben mir, das ist mein Band. Wir reden nicht lang herum, sind fast wie Geschwister, weil Musik in unseren Herzen brennt. Ich bin der Freddy Pfister, ich bin ein Typ, der jeden Ton genießt. Für unsere Fans, da ziehen wir alle Register, weil Musik die Sprache aller Sprachen ist. Für unsere Fans, da ziehen wir alle Register, weil Musik die Sprache aller Sprachen ist. Das ist ja unser erster Musikantenstammtisch, der Kaiserbier-Musikantenstammtisch aus Hollersbach. Und jetzt haben wir die Runde ein bisschen erweitert. Neben dem Freddy hat jetzt eben das jüngste, darf man sagen, das jüngste Mitglied der Freddy Pfister Band? Ja, am spätesten dazugekommen. Genau, das er ist ja da mittendrin, ja. Oh. Altersmäßig, er schaut jünger aus wie Trist. Sagen wir nichts mehr dazu, das passt schon so. Der liebe Gregor, der hat mir heute schon eins erzählt. Du bist für ihn nicht nur ein toller Freund, sondern wirklich ein riesengroßes Vorbild. Und nicht nur für den Gregor, ich glaube, für jeden Einzelnen, der heute bei diesem Stammtisch mit dabei ist. Jetzt drehen wir das Spielchen mal um. Freddy, wenn man junge, neue Musikanten dazu bekommt, dann ist es immer eigentlich wie bei einer Fußballmannschaft. Mit neuen Verpflichtungen muss man erst einmal harmonieren zu beginnen. Aber ich glaube, das hat von Anfang an gepasst, oder bei euch jetzt in dieser Formation? Ja, also beim Gregor war das war ein Zufall, weil gesucht haben wir ja einen Mann, also einen dritten Mann. Wir waren ja eigentlich bis vor zwei Jahren immer ein Trio und eigentlich haben wir einen Zierhogenspieler gesucht. Und der Gregor, sein Freund, der Seppi, Josef, der Höller Josef, hat angerufen und hat gesagt, er kennt da einen netten Pinzgauer und der war und auf Tournee. Und bis dahin haben wir schon relativ viele getestet sozusagen, weil die waren musikalisch alle gut, nur viele haben einfach ein zeitliches Problem. Sie haben einen Job nebenbei, haben Familie, dann noch musizieren, deswegen hat es halt bei vielen dann ein Nein gegeben oder hat man nicht machen können.
Und dann ist mir das Proben und das Treffen schon ein bisschen auf die Nerven gegangen. Und dann habe ich zu ihm gesagt und zu Martin, ich habe die zwei dann quasi an der Strippe gehabt, dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich tue jetzt nicht mit dir probieren und mit Martin extra, sondern kennt's beide. Dann sind beide zu mir heimgekommen, Rendezvous bei mir. Und sie zwei haben dann gekommen. Und der Martin, wie man weiß, ist ja ein wahnsinniger steirischer Spieler und ein gewaltiger Typ. Und mit Martin haben wir dann noch gespielt miteinander in meinem Proberaum. Und dann schaut er ein bisschen komisch rein und sagt, der Teufel, nein, so wie der halt spielt, spielt er nie. Nicht? Momentan hat man oft nicht genau gewusst, was passiert jetzt. Aber hat er gesagt, ich kann das Bariton holen. Oft sage ich, wo ist Bariton? Ja, so hat er ihn, eigentlich ist er Bassist, nicht? Bei den, wir haben es oft nachher kennengelernt, die Tiroler Spatzen und so weiter. Ja, habe ich gesagt, oft holst du einmal vom Auto und oft schauen wir. Und oft hat er das Bariton geholt, Gott sei Dank hat er es dabei gehabt. Und dann haben wir miteinander einfach zwei, drei aufgespielt im Keller und das war's dann. Dann ab dem Moment haben wir entschieden, wir gehen zu viert auf die Bühne. Eine Erweiterung, er ist auch gesanglich sehr stark und so weiter. Ja, und wir haben uns eben, wie du gesagt hast, alle Viere. Gut, miteinander, ich habe 12 Jahre miteinander Andreas miteinander gespielt, wir waren sowieso die besten Freunde. Und wir haben uns eigentlich gleich, wie soll ich sagen, riechen können alle. Wahrscheinlich, weil du kannst einen Weltmusiker kriegen, der spielt das wie der liebe Gott. Und du kommst aber nicht suchen zu ihm. Nicht? Und das nutzt nichts. Und bei uns war halt. Also er war ein bisschen nervös am Anfang, weil natürlich jetzt das alles ein bisschen so war. Aber wir haben dann beschlossen, das zu probieren. Und dann sind eh schon die Proben losgegangen. Und ja, mittlerweile stehen wir so, wie wir stehen. Und ich bin glücklich drüber. Und mittlerweile ist dieses Team wirklich unzertrennbar. Der liebe Gregor wird sich dann gedacht haben, ja Wahnsinn, so jetzt steht er mit dem Freddy Pfister, der vor abertausenden Personen gespielt hat, auf einer Bühne. Wie ist es denn jetzt wirklich, mit ihm auf der Bühne zu stehen? Wenn man euch so anschaut, man hat immer das Gefühl, es ist die größte Gaudi, aber nicht nur auf der Bühne, sondern schon am Weg dorthin und am Weg zurück. Mittlerweile wissen wir auch, dass meistens er dann am Steuer sitzt, aber ich glaube, selbst wenn er immer am Steuer sitzen wird, es ist immer Riesengaudi, oder? Nein, es ist einfach. Für mich ist es diese Band gewesen, was ich schon in der Kanne im Pinzgau öfters gehört habe. Und da haben wir gedacht, da wollen wir mal mitspielen und das wäre eigentlich meins. Und ich habe dann das Glück gehabt, dass wir die Nummer haben. Und ich muss sagen, es ist einfach ein Wahnsinn, ist aber eine Gaudi. Ab und zu ist er ein bisschen streng, das muss auch sein. Ja, aber naja. Ja, ein bisschen gehört schon dazu. Ja, nein, es gehört dazu und es ist auch gut so und ich habe viel gelernt auch. Obwohl ich schon lange spiele, aber das waren wieder neue Sachen, was da dazugekommen sind, wo man auch lernen kann, immer wieder. Und ich bin froh, dass ich Martin habe, ich bin froh, dass ich einen Freddy habe und es ist perfekt. Ja, etwas muss ich jetzt noch sagen, weil ich bin ja der Freddy, nicht so wie du gesagt hast. Er schaut ja wirklich auf mich herauf. Was? Nein. Weil er kleiner ist wie ich. So, meine Herrschaften. Und da gibt's nicht viel. Wer jetzt klein oder größer ist, das werden wir gleich sehen. Denn wenn Sie sich erinnern können, wir haben ganz am Anfang der Sendung ein paar Fakten besprochen, beziehungsweise ich habe ihn ein paar Sachen über dich gefragt, was er so meint, was zum Beispiel dein Lieblingsgetränk ist, dein Lieblingsessen, und da haben wir jetzt absolut die Prüfung, meine Damen und Herren, wie gut der Gregor mittlerweile wirklich den Freddy kennt. So, ich habe meinen Schummelzettel mitgebracht wieder mit seinen Antworten, aber natürlich, jetzt wollen wir zuerst wissen, lieber Freddy, dein Lieblingsgetränk ist? Leitungswasser und Cola. Und Kakao. Kalter Kakao. Er hat eins der drei genannt. Was glaubst du, was das war? Wasser. Nein, Cola. Aber das lassen wir gelten. Cola ist schon mal nicht schlecht. Ja. Lieblingsessen? Alles, was mit Händel zu tun hat. Aber mein Lieblingsessen ist Wiener Schnitzel mit Püree von meiner Frau. Aber er war knapp dran. Er hat nämlich gesagt, Butenschnitzel. Geht da. Meine Wiener haben immer Bute oder Händel. Okay, also, wow, der kennt dich wirklich gut. Pass auf, jetzt wird es aber ganz interessant. Jetzt wird es ganz spannend, meine Damen und Herren. Aufgepasst, das aktuelle Lieblingslied auf der Bühne. Jetzt er hat auch zu kämpfen gehabt. Ja. Ein Liedl, was nicht von uns ist, und zwar... Nein, es gibt eins, was nicht von uns ist, was mir sehr gefällt, aber die Tiroler Bumperlka. Das ist ein Wahnsinn, das hat er gesagt. Ja, Kruzifix, das ist nicht lustig wobei, da. Wobei, da muss ich was dazu sagen. Also ich mache jetzt 45 Jahre Musik und die Tiroler Bumperlka begleitet mich seit der Zeit. Und wir haben in der alten Besetzung noch, ich habe die aus dem Programm getan, weil ich kann sie nicht mehr hören.
ein Schaberle. So, wie es jetzt klingt. Und dann, wie gesagt, ist der Martin zu uns dazugekommen und dann haben wir gesagt, mei, spielen wir sie halt. Die braucht man sicher einmal im Programm, wenn nicht bei Fahrt, nicht. Und jetzt spielt der die in seiner Version und seitdem ist bei mir wieder, wie gesagt, ich das Lied immer gern wegen, aber wenn man es die alte Liebe muss, wieder aufgebracht. Ja, und seitdem ist das wirklich, weil einfach der Mensch ist, also der Martin, der spielt das Lied, egal zu welcher Uhrzeit, wie eine Maschine, es ist einfach unfassbar. Ich würde mich freuen, wenn wir das heute vielleicht noch live hören können beim Stammtisch. Pass auf, jetzt aber, für mich als Fußballfreak, die Lieblingsfußballmannschaft. Borussia Dortmund. Das hat er gewusst, Wahnsinn. Ja, das ist also. Ist ja gut. Weil da, jetzt bis auf, also wenn ich sagen darf, was ich nicht mag, ist, die Leute, die da Fuß außen, nur weil sie irgendwo anders mehr Geld kriegen. Aber ich bin ein großer Fan vom Reus und vom. Als Fan, der, was jetzt so lange verletzt war, jetzt am Wochenende hat er wieder gespielt da. Ja, ist ja wurscht. Bevor auf alle Fälle. Blamieren, nein, und die halten dem Verein die Stange und sie spielen immer gut und ich mag sie einfach gern. Die sind da gut drauf zurzeit. Ja. Sieht ganz gut aus. Also, du bist ein treuer Fan. Hat er auch gewusst. Und jetzt hätten wir noch zwei. Das Lieblingshobby von Freddy Pfister: Autofahren und Enkelkinder. Er hat es wieder gewusst. Familie hat er gemeint und die Musik, obwohl das passt ja auch ganz gut. Weil meistens fährst du ja eh mit dem Auto zur Musikabteilung, das dürfen wir schon so sagen. Und jetzt das allerletzte. Wenn er mal in den Urlaub fährt, das Lieblingsurlaubsziel. Bibione! Das ist ja Wahnsinn. Also ich glaube, die zwei haben sich abgesprochen. Das gibt's ja nicht. Du solltest beim Assinger mal so ein bisschen mit dem Freddy so ein Promi-Duett machen, dann wäre das vielleicht gut. Darf ich da auch noch was dazu sagen? Ich bin kein Urlauber. Also ich bin lieber, wenn es geht, bleibe ich lieber daheim. Aber natürlich, ich bin mit zwei Töchter und mit der Frau, die fahren natürlich gern. Aber ich tue nicht gerne wohin fliegen, dann mit drei Wochen in die Sonne legen oder zwei, das bin ich nicht. Aber das Bibione hat was, da haben wir, ich glaube, Mitte der 90er Jahre das erste Mal hingefahren. Da gibt es einen so netten Club, wo wir da alle sind. Da haben wir, wir fahren immer mit der ganzen Familie. Also die Töchter, mit den Kindern, mit den Schwiegersöhnen. Und da haben wir so einen netten Bungalow, immer am gleichen, da kenne ich mich aus da unten. Und wenn es gar nicht hinhaut, kann ich ins Auto einsteigen und mich verhauen. Wunderbar, ja, du hast vollkommen recht. Meine Damen und Herren, Sie sehen schon, die beiden harmonieren einfach und der Rest harmoniert ebenso dazu. Und wie das Gesamtbild dann aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Seit einigen Wochen gibt es ein brandneues Video bei uns auf Volks.tv und das nennt sich... Am Dancefloor spielen sie am Bayerischen. In einer ganz speziellen Version. Viel Spaß dabei und ich freue mich darauf, dass wir euch zwar heute noch beim Stammtisch drinnen sehen. Danke, dass du da seid. Du natürlich sowieso, aber Freddy, danke fürs Zeitnehmen. Sehr gerne. War schön. Du kannst aber rufen. Ja, vielen Dank. Jetzt schauen wir gemeinsam das Video an. Ladies and Gentlemen, we proudly present Am Dancefloor spielen sie einen Bayerischen, ja mei, da schauen die Leute den Gangster-Rapper vor der Tür, den bockt der bloß in Neid. Am Dancefloor spielen sie einen Bayerischen, der DJ hat's voll drauf, a so a Stimmung war noch nie, bis narisch, da geht's auf. Am Dancefloor spielen sie einen Bayerischen, genau das, was ich brauch. Das ist doch nicht so schwer. Lass Dirndl aus und ich schwör dir, die hupt gleich wieder her. Am Dancefloor spielen sie einen Bayerischen, das war noch nie der Fall.
Am Techno will halt keiner mehr, vielleicht ein anderes Mal. Am Dancefloor spielen sie einen bayerischen, hey DJ noch einmal. Ladies and Gentlemen, we proudly our letztes Mal present. Schau nicht lang, geht schon gerade um. Auseinander, zum, 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 unter Nummer dumm. Auseinander, frag nicht lang, geh dir nur gerade um. Auseinander, zum, 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 unter hin und her. Auseinander, ober dann, kommst schon wieder her. Auseinander, zum, 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 unter Nummer dumm. Auseinander, frag nicht lang, geh dir nur gerade um. Meine Damen und Herren, liebe Volkstv-Zuseher, das ist ein ganz besonderer Stammtisch und zwar der erste Kaiserbier-Stammtisch aus Hollersbach. Und jetzt freut es mich sehr, dass neben mir der Herr Bürgermeister Platz genommen hat. Zuerst muss ich mal sagen, eine wunderbare Ortschaft, eine wunderbare Gemeinde. Für unsere Zuseher jetzt vielleicht aus Deutschland und der Schweiz wäre ja ganz interessant einmal zu wissen, wie kommt man denn am allerbesten zu euch daher nach Hollersbach? Ja, vielen herzlichen Dank erst einmal, dass ihr überhaupt da seid, ja. Und dass ihr es gefunden habt. Zu finden sind wir leicht. Wenn man von Kitzbühel Richtung Süden fährt, dann fährt man über die Kitzbüheler Alpen. Das ist ein Mittelgebirge und am Basturn, also direkt am Nordrand, macht sich dann die Welt der 3000 auf. Die Welt der Hohen Dauern, und von dem her haben wir so eine Dorffunktion. Wir sind das Dorf zu den Hohen Dauern, und am Fuße dieser Hohen Dauern liegt Hollersbach. Also sozusagen am goldenen Eingang. Ganz interessant zu erwähnen. Wir sprechen da aber nach wie vor vom Bundesland Salzburg. Obwohl man Kitzbühel hört, also man ist schon ziemlich an der Grenze, oder? Wir sind einfach über dem Berg südlich von Kitzbühel, ja. Kitzbühel Alpen über den Basturn. Dann ist man im Oberpinzgau. Das ist die Region, wo Hollersbach mit eingebettet ist, ja. Und wenn wir schon von dieser einzigartigen Verbindung sprechen dürfen, dürfen wir ja gleich auch erwähnen, es gibt seit Beginn der 2000er-Wende etwas ganz Besonderes, vor allem für die Skifanatiker, und zwar eine direkte Verbindung, dass man da wirklich gleich in den Kitzbüheler Alpen losstarten kann. Da gibt es da eine Gondel, oder? Wo das Ganze beginnt und wo man dann fast bei der Streif startet. Ja, mit der Richtung der Panorama von Kitzbüheler Alpen sind wir der südlichste Einstieg ins Kitzbüheler Skigebiet, und natürlich kann man per Ski in 2 Stunden bei der Streif sein. Jetzt bietet Hollersbach sehr viel im Winter, aber es gibt auch im Sommer ganz, ganz viele Highlights. Zum Beispiel einen einzigartigen See. Viele, viele Familien urlauben da jedes Jahr. Was würde der Herr Bürgermeister unseren Zusehern empfehlen, dass man unbedingt einmal da machen sollte? Ja, unsere Basis ist natürlich die, dass wir sagen, wir richten unseren Ort so her, dass sie die Einheimischen wohlfühlen. Wir versuchen, eine familienfreundliche Gemeinde zu sein. Das erfüllen wir dadurch, dass wir ganz einfach den Ortskern so lieblich halten, wie er ist, dass die Kinder frei herumgehen können. Und natürlich mit dem Freizeitangebot, dem Badesee, dem Hollersbachtal, haben wir natürlich, was das Thema Natur erleben, Natur genießen ist, reichhaltige Angebote. Welche Jahreszeit gefällt dem Herrn Bürgermeister am allerbesten zu Hause? Das Schöne ist, dass wir in der 4-Jahreszeit-Region zu Hause sind, und es hat jede Jahreszeit natürlich ihre Spezialitäten. Also mir gefällt es im Sommer, wenn wieder das ganze Leben im Frühjahr, wenn das ganze Leben erwacht. Mir gefällt der Sommer aufgrund der Temperatur. Im Herbst dann die Buntheit, wenn die Blätter die Form ändern, und der Winter, wenn es lang schläft, aber trotzdem was los ist. Es hat einfach jede Jahreszeit was für sich. Ich sage jetzt schon mal vielen Dank für dieses tolle und interessante Gespräch. Ein Thema müssen wir natürlich ansprechen. Wir haben hier einen Musikantenstammtisch. Wir sind ein Musiksender. Wie musikalisch ist der Herr Bürgermeister von Hollersbach? Ich war mal musikalisch. Ich habe von 10 bis 19 selber Trompeten gespielt. Und das hat sich aber dann verloren. Ich habe dann Ausbildung gemacht, war dann in Wiener Neustadt 3 Jahre, und da hat sich das verloren und habe es dann nicht mehr
in die Hand genommen. Aber natürlich, Musik verbindet die Menschen, Musik verbindet die Herzen und da fühlt man sich wohl und darum zieht es mir überall dorthin, wo man Musik hört. Somit hoffen wir natürlich, dass auch der Herr Bürgermeister noch ein bisschen hier bei uns verweilt. Ich sage Dankeschön, alles Gute weiterhin, vor allem ein erfolgreiches Jahr 2019 und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Alles Gute und danke fürs Kommen. Und meine Damen und Herren, wir machen jetzt weiter beim Stammtisch wieder mit einer flotten Nummer. Und dann heißt es schön langsam für uns vorbereiten auf einen aufregenden Tag. Denn morgen geht es rund um Hollersbach weit. Es gibt ja viele Tourismus-Hotspots. Also am besten tragen Sie schon mal ein, im Jahr 2019 fix einmal einen Ausflug nach Hollersbach zu planen. Jetzt viel Spaß mit unserer Musik beim Kaiserbier Musikantenstammtisch aus Hollersbach. Tolle Stimmung beim ersten Kaiserbier Musikantenstammtisch im Gästehaus Mittereck. Unser Moderator Daniel Düsenflitz besuchte natürlich auch das Publikum im Saal. Meine Damen und Herren, wir befinden uns jetzt mitten im Geschehen und einen habe ich gleich gefunden, der Mr. Alpengold ist auch mit dabei. Günther, gute Stimmung da und ich glaube für dich auch immer eine besondere Ehre, wenn man so witzige Leute wie den Freddy trifft, oder? Also wirklich eine tolle Sache, eine gewaltige Stimmung, was da heute abgeht. Der Freddy und alle anderen Musiker geben ihr Bestes und eine tolle Stimmung. Diesen Mann, den kennt man mittlerweile auch schon seit vielen Jahren mit deinem Instrument. Ich glaube auch für dich eine tolle Beziehung mit dem Freddy. All die Jahre, wenn man sie wieder trifft, eine schöne Sache. Ja, das ist jedes Mal wieder wie das erste Mal fast. Also der Freddy, ich kenne den Freddy schon ja, aus meiner Zeit vom Salzburg-Quintett. Er ist ein alter Obergreiner Fan. Und wie ich angefangen habe, Instrumente zu bauen, war er einer der Ersten, was gesagt hat, Günther, mach mal was Besonderes, ich weiß, du kannst es. Und das haben wir gemacht und ich glaube, er hat eine Murze Gaude damit. Und das taugt mir persönlich ganz gewaltig, ihn dann auf der Bühne für die Leute musizieren zu sehen mit einem Alpengold. Lieber Günther, und aus dieser Idee entsteht jetzt gleich einmal in Zukunft ein Imperium. Ihr seid gerade am Bauen und am Entwickeln. Und in Uttendorf, glaube ich, so heißt der Ort, gell? Da wird es dann so circa im September eine riesengroße Eröffnung geben mit ganz, ganz vielen Instrumenten von deiner Wenigkeit. Ja, wir sind jetzt gerade noch mitten in der Bauphase. Wir sind quasi noch im Dreck, wie man so schön sagt. Nein, wir sind gerade dabei, unser Firmengebäude neu zu errichten. Wir vergrößern uns. Wir machen einen super schönen Schauraum, eine Werkstatt, ein Lager.
es kommen auch Unterrichtsräume rein. Und das, wie wir schon im Vorfeld mir zwar geredet haben, das werden wir gebührend Ende September, Anfang Oktober mit einer Alpengold-Festwoche eröffnen, wo wirklich alles, was Rang und Namen hat. Wir haben wirklich schon in unserem Stall sehr, sehr viele bekannte Musiker und die werden wir alle einladen. Wir freuen uns schon drauf, vielleicht dürfen wir mit Volks-TV auch mit dabei sein. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute mal wieder sehen und alles Gute für alles. Natürlich, vielen Dank Daniel, es war eine tolle Sache. Dankeschön. Meine Damen und Herren, auch die Anna ist mit dabei bei diesem Stammtisch, fleißig im Einsatz. Wie findest du es eigentlich, du, dass sie da Volksmusikanten treffen heute im Gasthaus Mitterweg und da feiern bei diesem wunderbaren Event? Das ist voll cool und die Leute sind auch voll gut drauf und alles. Nein, es ist voll gut, da arbeite ich voll nett. Spielst du selber Musik? Ja, ich habe Musik gespielt, aber jetzt eigentlich nicht mehr so wegen Arbeiten und alles. Welches Instrument hast du gespielt? Gitarre. Gitarre, ja, passt eigentlich gut dazu heute. Passt auch, ja. Also sehen wir dich heute noch musikalischer? Gescheiter nicht. Ja, dann lassen wir das so stehen. Dankeschön fürs Gespräch, alles Gute, pfiat dich. Wenn Sie heute nicht mit dabei sind, dann versäumen Sie hier in diesem wunderbaren Haus etwas. Man trifft immer wieder nette Leute, unter anderem auch fast einen Mann vom Fach, sehr oft selbst mit der Kamera unterwegs auf den Events. Wie gefällt es dir denn her? Von der Stimmung, ist es das genau das, was du brauchst an einem Abend so wie diesen? Super natürlich, nicht? Volks-TV, da ist immer Stimmung. Jetzt spielen heute so viele Volksmusikanten miteinander, es wird durchgemischt und es ist ja eigentlich, möge man fast sagen, gegen das Prinzip gewendet, denn es heißt immer, es herrscht ein hoher Konkurrenzkampf, aber wenn man das da sieht, das passt dann doch nicht. Das geht mit dem Konkurrenzkampf eigentlich nur, wenn es ums große Geld geht. Im Prinzip verbindet Musik und das ist das Tolle dran, wenn sich die Musiker untereinander verstehen und das sieht man hier am besten. Warum bist du heute da? Wegen der guten Musik, wegen der guten Stimmung oder sind es persönliche Beziehungen? Ja, wegen der tollen Musik natürlich und weil ich da den Gregor kenne und ja. Und es passt einfach gut. Bist du selbst da musikalisch oder einfach nur eine begeisterte Zuhörerin? Ja, nur begeisterte Zuhörerin. Jetzt dürfen wir da Andreas eines fragen. Liebe Andrea, wenn man hier bei einem Stammtisch ist, was sollte man bei solch einem Stammtisch denn trinken? Warte. Du musst jetzt Bier sagen. Bier. Richtige Antwort, danke. Bier, ja. Viel Spaß, gute Unterhaltung und schön, dass du bist. Ja, danke. Martin. Jetzt müssen wir uns einmal über eins unterhalten. Der Fredi hat heute zu mir gesagt, bevor er an die Reihe kommt im Interview, muss ich dir eins fragen, was du beruflich machst. Jetzt müssen wir das klären, ganz schnell. Er ist nicht Musikprofi, obwohl es eigentlich so sein sollte, sondern ab und an auch in der Schule unterwegs. Ja, vielleicht ganz untypisch, ich bin nämlich Religionslehrer und das schon seit mittlerweile 14 Jahren. Wahnsinn, man möge es nicht glauben, obwohl wenn man dich kennt, du bist immer freundlich, immer gut drauf, das passt schon so. Und heute mit deinem Instrument auch mit dabei. Ihr seid so viel auf den Bühnen unterwegs. Was ist für dich der grundlegende Unterschied zwischen solch einem Stammtisch und dann doch einem Live-Auftritt auf der Bühne? Ja, bei einem Stammtisch, da entsteht einfach viel. Gell? Also da spielen dann die verschiedensten Musiker miteinander ganz bunt zusammengewürfelt. Und bei einem Live-Programm hat man doch eine gewisse Routine. Und das ist eben das Spannende beim Stammtisch, dass da weiß man nie, was als nächstes passiert. Was wird er heute noch bei diesem Stammtisch machen? Bitte? Was wird er heute noch hier in den nächsten Stunden bei diesem Stammtisch machen, der Martin? Ja, ich würde sagen, viel musizieren mit vielen netten Kollegen und viel Spaß haben. Richtige Antwort, danke dir, dass du bist. Super, Martin, danke. Ja, der Kaiser Bier, Musikanten-Stammtisch, der ist einfach super! Traumhaft! We'll be right back.
Das ist unser Kaiserbier-Musikanten-Stammtisch und meine Damen und Herren, nach ein paar wenigen Stunden Schlaf geht es jetzt für uns weiter, aber lass uns kurz nochmals zurückblicken. Also gestern, das war ja wirklich ein Wahnsinn, die Stimmung war top, viele Musikanten waren vor Ort, du als Gastgeber darfst höchst zufrieden sein, oder? Ja, sehr zufrieden, also es war ein Wahnsinn, von Country bis zu der Volksmusik, zu der echten Volksmusik, alles war anwesend, von Tanzmusik, von Stars und Sternchen, alles haben wir da gehabt. Es waren ja auch viele Musikanten mit dabei, die wir dann heute jetzt eben erleben dürfen. Ich bin schon gespannt, ob die besser und ja, länger geschlafen haben als ihr zwar. Aber meine Damen und Herren, ein bisschen Gaudi gehört natürlich auch dazu. Jetzt aber volle Konzentration. Rund um Hollersbach sind wir heute unterwegs. Wo sind wir da jetzt ganz genau? Wir sind jetzt am Anfang vom Hollersbachtal. Das ist 17 Kilometer lang. Oberhalb von der Seestube, es ist ein Restaurant, es ist der Stausee und ich glaube, das wird eine super Location für unsere nächste Künstlerin. Die freuen wir uns schon, aber zuvor, Stausee, wird da auch gefischt im Sommer? Da wird natürlich gefischt, das ist klar. Das ist ein super Fischgebiet eigentlich, das steht in jeder Beschreibung drinnen von Hollersbach und da glaube ich, fischen schon was raus. Aber liebe Zuseher, jetzt warten wir auf keine Fische, sondern auf die erste Künstlerin. Du hast sie schon angekündigt oder ein bisschen Werbung gemacht und wir dürfen jetzt sehr viel Werbung machen für diese Dame. Sie ist jung, sie ist fesch und sie ist höchst talentiert. Bühne frei für unsere Emmy Klinger aus dem Salzburger Land mit einem super schönen Titel, oder? Jawohl, und zwar mit Erstes Lied. Viel Spaß. Zu sehr nach einem wunderbaren Titel unserer Emmy Klinger darf ich dich jetzt einmal herzlich willkommen heißen in unserer Sendung. Es ist da eine wunderbare Region, ein bisschen kalt ist es, aber es ist Winter. Emmy, bei diesem Titel ist mir eins aufgefallen, er ist sehr sensibel vorgetragen. Jetzt muss ich gleich mal fragen, ist das für dich so eine Art Wunschmelodie, Lieblingsmelodie oder ist es einfach deswegen so toll, weil es der Hubert von Geusern spielt? Warum hat sie das heute gespielt, Emmy? Also ich finde den Titel sehr schön und man kann da die Gefühle mit einbringen und ja, Hubert von Geusern hat generell sehr schöne Lieder und da habe ich mir auch ein paar selber gelernt. Man kennt dich aber mittlerweile auch bei uns hier im Programm mit flotten Stückeln und jetzt muss ich gleich mal diese Frage stellen. Gibt es vielleicht in naher Zukunft auch gleich so Eigenkompositionen, also selbstgeschriebene Nummern von der Emmy?
Also ich bin gerade ein bisschen am Probieren und schaue, dass 2019 ein paar neue Titel von mir selber rauskommen. Da drücken wir schon ganz, ganz fest die Daumen. Ansonsten, wir sind ins Jahr 2019 gestartet. Gibt es für dich in diesem Jahr ein ganz besonderes Ziel oder genießt einfach jeden Auftritt, so wie er eben kommen soll? Ja, ich möchte einfach weiter Spaß an der Musik haben und auch, dass die Leute immer noch gefällt und eben die eigenen Titel und vielleicht eigene Konzerte auch spielen. Und dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Liebe Amy, eine Frage, die muss ich dir aber zum Schluss noch stellen. Du bist ja hier aus diesem wunderbaren Salzburger Land. Was findest du eigentlich am allerschönsten zu Hause? Eigentlich ist alles ganz schön, aber besonders die Berge. Und ich fühle mich voll daheim da und das ist das Wichtigste. Weißt du, was auch ganz schön ist? Eine ganz besondere Hütte, wo jetzt der Gregor sich schon eingefunden hat. Und da folgen wir ihn jetzt. Also bitte bleiben Sie dran. Das ist unser Kaiserbier-Musikanten-Stammtisch. Und Gregor, ich komme gleich nach. Hallo liebe Zuseher auf Volkstv. Ich bin jetzt hier oben auf 1600 Metern. Wir schauen uns jetzt eine wunderbare Hütte an, und zwar die Vierlauchenhütte, die 2011 erbaut wurde. Ein paar Impressionen zeigen wir euch. Viel Spaß. Mitten in der Nacht, sexy, alles tanzt, alles lacht. 40 Grad am Dancefloor, Hula-Baloo, sagst du in mein Ohr. Was ist denn Hula-Baloo, was gehört denn da dazu? Macht man beim Hula-Baloo vielleicht die Augen zu? Kann man beim Hula-Baloo die Stern da sehen? Sag mir, wie soll das gehen? Odi, 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 odi. Meine Damen und Herren, nach tollen Impressionen dieser vier Lauchenhütten darf ich jetzt den Juniorchef neben uns in diesem Kreise begrüßen. Das ist der Geri. Geri, danke schön fürs Zeitnehmen. Es geht wieder los, die Skisaison ist mitten im Betrieb und auch ihr seid ready, oder? Es kann der Tourismus kommen, es geht rund. Ja, wir haben uns schon mittlerweile eingearbeitet. Es läuft ganz gut und wir sind bereit für unsere Gäste, ja. Wenn man diesen Namen hört, dann darf man gleich einmal fragen, ja, woher kommt dieser? Ist das so eine Art Abstammung der Familie oder hat das mit ganz etwas anderem zu tun, diese Vierlauchenhütte, woher kommt das? Ja, der Name Vierlauchenhütten kommt eigentlich von denen, dass wir eine Landwirtschaft betreiben daheim und früher da oben auf dem Berg Heu geerntet haben. Und das Heu ist erst im Winter mit Schlitten auf dem Heimbetrieb gezogen worden und im Sommer wurde es im Stadl gelagert. Und wir haben uns zusammen mit zwei anderen Bauern haben wir uns einen Stadl geteilt. Das war ein großer Stadl. Und der Stadl hat eine Öffnung zum Heu befüllen. Und die Öffnung heißt Lauchen. Und das war ein großer Stadl mit vier Lauchen. Und durch das ist da gestanden in der Nähe. Und durch das hat die Hütte den Namen Vierlauchenhütte. Ganz interessante Geschichte. Wenn man jetzt hier zu Gast sein möchte, die Lage ist ja ganz, ganz toll, oder? Auch für Nicht-Skifahrer, man braucht nur in die Gondel zu steigen und dann auf der Mittelstation sind wir hier, oder? Auf der Mittelstation aussteigen ein paar Meter und schon ist man in der Hütte. Ja, das stimmt. Ja. Mit Kinderwagen, man erreicht die Vierlauchenhütten eigentlich ohne Skier, ohne Schlitten. Als, ja, normale Fußgänger für jede Altersklasse geeignet, ja. Und natürlich, was das Kulinarische anbelangt, da lässt sich keine Wünsche offen. Ich glaube, bei euch kann man wirklich fast rund um die Uhr essen, oder, wenn es dann geöffnet ist. Und eine Frage gleich dazu, nicht nur diese Hütte ist spektakulär, sondern ihr habt ja auch Selbstversorgerhütten. Ja, das stimmt auch. Wir betreiben auch nebenzu noch Selbstversorgerhütten, die wo es wochenweise mietbar ist. Und ja, die einfach alles, was das Herz begehrt eigentlich, da die sagen, auch wellnessmäßig, im Whirlpool, Sauna, also die bietet schon eigentlich die Selbstversorgerhütte, ja. Jetzt hat man als Juniorchef sehr viel zu tun. Wie lange wird heuer ungefähr die Saison dauern, kann man das schon abschätzen? Ja, Anfangs April da die schätzen, ja. Wie viele Skitage bringt man dann selbst zusammen? Ja, man nimmt sich schon, man muss sich schon ein paar Tage rausnehmen, also nur arbeiten ist es auch nicht, aber ja, man bringt schon zwei, drei Tage, da die Saison, gehen wir schon Skifahren auch unter Saison. Sehr gut. Für unsere Zuseher ganz interessant, wenn man noch nie zuvor da gewesen ist, wie kann man sich noch zusätzlich jetzt ein paar Informationen holen über diese Hütte? Seid ihr im Internet vertreten? Ja, wir sind unter Facebook. Unter Facebook betreiben wir auch Website und natürlich Internet da. Ja, da kommen sie eigentlich die Hauptinformationen holen. Ja.
Jetzt zum Schluss brauchen wir natürlich einen Insider-Tipp, wenn man dann Halt macht in dieser Hütte und man so richtig durstig und hungrig ist, was sollte man da unbedingt da mal kosten? Was ist so der Insider-Tipp vom Jünger-Chef? Ja, ich suche mir, wenn ich selbst persönlich herkomme, suche ich mir aus der Weinkost einen guten Tropfen aus, suche ich mir vielleicht einen südsteirischen Sauvignon oder irgendwas aus. Gute Wahl. Ja, suche ich mir aus und vielleicht, ja, ich mag gerne Fisch, ja. Pasta mit Garnelen oder was, wusste ich und Föhn. Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine super tolle Saison, dir und deinem ganzen Team. Und lieber Gregor, wenn man schon da sitzt in einer Hütte, man muss wirklich sagen, das ist ein Paradies, oder? Es ist ein Wahnsinn, also richtig, die Hütte, wo wir jetzt sind, ist ein Traum. Ja, da kann man, glaube ich, gescheit feiern und richtig genießen. Yeah. Und was zum gescheit Feiern dazugehört, ist nicht nur eine tolle Hütte, sondern ebenso eine exzellente Musik. Und die haben wir jetzt für Sie, meine Damen und Herren, schon wieder vorbereitet. Und du hast dir ein super tolles Duo ausgesucht. Ja, zwei Jungs aus der Region hier, so quasi Lokalmatadoren, sind wir da. Und ich glaube, die losen wir uns einfach einmal an mit Olé, Olé, WB. Die Wildkogelburm, viel Spaß und gute Unterhaltung. Das ist unser erster Kaiserbier-Musikanten-Stammtisch und da darf natürlich gute Musik nicht fehlen. Wir präsentieren Ihnen heute die Wildkogelburm nach dieser wundervollen Nummer. Darf ich euch recht herzlich willkommen heißen. Schön, dass ich euch Zeit genommen habe. Und jetzt müssen wir gleich einmal ganz von vorne beginnen. Woher kommen Sie ganz genau und wie sind Sie denn verwandt? Ja, grüß dich, es freut uns, dass wir da sein dürfen heute bei euch. Und ja, wir sind die Wildkogelburm, wie gesagt, und wir kommen beide aus Bramberg am Wildkogel und wir sind Cousins.
Ihr seid Cousins. Und wie seid ihr dann drauf gekommen? Das funktioniert recht gut, das miteinander spielen. Jetzt machen wir Gruppe. Was war da so der grundlegende Moment? Ja, es ist so gewesen, ich habe die steirische Harmonika gelernt, mein Cousin hat die Trompeten gelernt und das erste Mal sein Opa, sein Geburtstag, hat er sein Trompetenheftel drin gehabt, Happy Birthday. Und ich hab's auch gekonnt und die Stimmung hat passt. Jetzt haben wir das erste Mal miteinander musiziert. Also die erste gemeinsame Nummer war dann Happy Birthday, ist auch mal nicht schlecht. Heute habt ihr aber nicht Happy Birthday gespielt, sondern einen richtig tollen Sound. Wie würdet ihr eigentlich eure Musik beschreiben? Wie ist die Musik der Wildkogelbuben zum Beschreiben? Ja, die Musik ist so zum Beschreiben, wir schreiben auch eigene Songs, wie man gehört hat. Also das Ole Ole WB ist eine Eigenkomposition von uns. Und natürlich auch bei den Auftritten spielen wir Cover-Songs, dass die Leute in Stimmung kommen, so wie Andreas Gabalier, Helene Fischer und alles, was dazugehört. Und ja, also wir schreiben eigene Songs und natürlich auch Cover-Titel. Du sprichst die großen Stars an, mit denen seid ihr auch schon ein bisschen jetzt auf Tuchfüllung gegangen, und zwar in Bad Kleinkirchheim bei der großartigen Veranstaltung Wenn die Musik spielt. Jetzt müssen wir gleich mal fragen, habt ihr Vorbilder? Gibt es für euch Vorbilder? Ja, es gibt natürlich Vorbilder, wenn man so die großen Stars sieht, wie zum Beispiel Andreas Gabalier. Es wäre schon mal ein Traum, so große Bühnen zu erobern. Das gefällt uns. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Wenn man 2019 noch ein bisschen weiter nach vorne blickt, man setzt sich zu Jahresbeginn immer solche Ziele. Gibt es für euch Ziele? Gibt es für euch wirklich Vorhaben, die unbedingt umgesetzt werden müssen? Oder soll es so kommen, wie es kommt? Ja, also wir sagen immer, die Musik zu Beruf zu machen, das wäre unser größter Traum. Und ja, wir spielen jetzt sehr, sehr viel. Also wir haben echt sehr viele Auftritte, natürlich Hochzeiten, Bälle, Geburtstagsfeiern, alles, was dazugehört. Und ja, wir sagen immer, wir schauen, wie es kommt, so kommt's. Und wir hoffen das Beste mit der Musik. Also es wäre ein Traum, wenn das in Erfüllung gehen würde. Zuseher, der Gregor hat nicht zu viel versprochen. Dieses Haus ist wirklich ganz, ganz besonders. Das beginnt ja schon beim Namen, das Klausenhaus. Und da darf ich jetzt einen Herrn begrüßen, der so gut wie alles über dieses Haus weiß. Ich würde damit gleich beginnen. Wie ist denn eigentlich der Name dieses Hauses entstanden? Wie der Name des Hauses entstanden ist, kann ich leider nicht sagen. Das ist wie meine Familie oder meine Vorfahren dieses Haus 1818 bei einem Lizitationskauf, sprich Versteigerung, gekauft haben, war der Name schon da. Und dieses Haus war eigentlich immer von unserer Familie in Familienbesitz, aber nie Wohnhaus unserer Familie. Das war immer nur ein Zulehen, und dieses Zulehen ist bewirtschaftet worden von unserer Familie. Gewohnt haben in diesem Haus unsere Knechte und Mägde, und im ersten Stock war auch noch eine Familie untergebracht. Und ist dann 1976 durch einen Brand zerstört worden. Ist aber innen komplett ausgebrannt und ist dann von der Gemeinde für ein Museum unter Anführungszeichen gepachtet worden. Gepachtet für 50 Jahre. Und dann hat sich das mit dem Museum, hat sich das dann eigentlich in die Länge gezogen und war aber nicht mehr als Museum. Und dann 1983, wie das mit dem Nationalpark aufgekommen ist, hat der damalige Bürgermeister Kaserer, der auch in diesem Haus gewohnt hat, hat dann mit dem
Bund, Land, Nationalpark, das dann revitalisiert und das Haus ist dann in diesem Zustand, wie es jetzt ist, dann sozusagen der Bestimmung übergeben worden. Eingeweiht ist es damals vom damaligen Bundespräsidenten Rudolf Kirchschläger geworden. Es war der erste Bundespräsident, der in Hollersbach überhaupt war. Und das war dann im Februar 1986 ist das Haus dann eingeweiht worden und der Bestimmung übergeben worden. Damals war der Tourismusverband in dem Haus, im ersten Stock waren Seminarräume und jetzt ist im zweiten Stock das Standesamt noch untergebracht und im ersten Stock hat der Nationalpark das in die Hände genommen und hat die Nationalparkwerkstätten da drin. Und im Erdgeschoss ist der Tourismusverband und der Buspartner ist in dem Haus untergebracht. Man findet sehr vieles in diesem Haus, um es so auszudrücken. Ich habe mich schon ein bisschen umgehört. Jeder, der in Hollersbach wohnt, der sagt, man muss das unbedingt mal sehen. Wie hat man denn die Möglichkeit, besser gesagt, wie oft hat man die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn man jetzt aus Deutschland anreist, wann kann man das da genau besichtigen? Gibt es da Öffnungszeiten? Gibt es da Möglichkeiten, sich besser zu erkundigen? Im Prinzip ist es so, dass es von den Besichtigungszeiten ist es so, dass der Nationalpark, die haben natürlich ihre Nationalparkwerkstätten und das ist natürlich nicht öffentlich zugänglich. Da sind Geräte drin, die man kann, wenn die Nationalpark im Sommer, wenn der Nationalpark das hat, kann man das natürlich besichtigen. Aber es gibt keine Öffnungszeiten in dem Sinn. Man muss sich mit dem Nationalpark in Verbindung setzen und dann kann man das Haus im Prinzip besichtigen. Man kann auch einen Kurs bei der Nationalparkverwaltung im Sommer buchen und kann das dann anschauen. Im Erdgeschoss oder im ersten Stock, wenn die Postpartner, wenn der offen hat, kann man natürlich das durchgehen und kann das anschauen. Das ist kein Problem. Aber natürlich, es ist nicht in dem Sinn ein Museum, aber halt die Öffnungszeiten, wenn die sind, kann man ohne weiteres hereingehen. Wunderbar. Einmal noch zurückzukommen zum Thema Standesamt. Jetzt ist das wirklich so wundervoll da. Hat man zum Beispiel auch als Bürger, der nicht den Sitz in Hollersbach hat, die Möglichkeit hier zu heiraten? Selbstverständlich. Man kann natürlich auch als Nicht-Hollersbacher kann man hier heiraten. Man muss sich natürlich mit allen Gegebenheiten, die man zur Hochzeit braucht, muss man sich mit der Gemeinde in Verbindung setzen und dann kann man natürlich im Klausenhaus heiraten. Es haben hier schon Gäste aus Deutschland geheiratet, aus allen Bundesländern fast, die hier geheiratet haben. Wenn natürlich dann noch ein schönes Wetter ist, dann hat man natürlich alles, was man will. Und zu einer passenden Hochzeit gehört immer wieder auch die gute Musik. Und meine Damen und Herren, die haben wir Ihnen heute auch in dieses einzigartige Haus mitgebracht. Echte Salzburger Musikanten. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch. Alles Gute weiterhin. Und jetzt Bühne frei für die Imbacher. Voll verzaubert, doch kommt die mir nicht wehren. Mein
Liebe Volkstv-Zuseher, nach dieser wunderbaren Nummer ist nun der Didi neben mir von den Imbachern. Lieber Didi, schön, dass ihr euch auch Zeit genommen habt, bei dieser ersten Sendung mit dabei zu sein. Für unsere Zuseher, falls der ein oder andere das noch nicht ganz so genau weiß, was bedeutet eigentlich die Imbacher aus dem Pinzgau? Vor 43 Jahren habe ich das Imbach-Trio gegründet. Das heißt, eine Berg. Panorama, Kitzsteinhorn, und neben dem Kitzsteinhorn ist das Imbachhorn. Und zur damaligen Zeit hat es das Kitzstein-Trio gegeben und darum ist mir nichts anderes übrig geblieben, als das Imbach-Trio zu gründen. Und seit 2 Jahren ist mein Sohnemann dazugekommen und darum heißt es mir jetzt die Imbacher, weil ja vor 10 Jahren circa ist mein Kollege gestorben, der von Tagischen Unfall. Und dann habe ich mit Alfred, meinen Kollegen, spielen angefangen und jetzt haben wir jetzt zu zweit einen dritten Mann gesucht, beziehungsweise ist eigentlich so gekommen, dass der Sohnemann mit uns spielt. Ja. Also sozusagen gut erzogen, den Sohnemann, das passt schon so. Wenn man die Imbacher kennt, dann weiß man, sie sind Vollblutmusikanten. Ihr spielt es wirklich gerne und überall, das haben wir auch gestern bei unserem Stammtisch miterlebt. Wie kann man die Imbacher denn buchen? Am schnellsten Wege? Entweder telefonisch oder über Homepage haben wir auch. Dietmar-Burgschweiger@sbg.at oder dieimbacher.com. Alles klar, komm ist ganz, ganz wichtig. Also kommen Sie. Ja, genau so ist es. Musikrichtungen her gesehen, spielt ihr wirklich alles, was so eine gelungene Tanzveranstaltung, was eine gelungene Veranstaltung abverlangt? Ja, wir spielen, was das Publikum wünscht. Wir spielen natürlich das, was wir können. Gell? Das ist sehr viel. Ja, ob es jetzt vollstimmig ist oder Schlager oder. Ein bisschen modern, war das Rock, richtig, Disco, das haben eigentlich nicht die Gruppe dazu, aber also eine Tanzmusik halt. Die perfekte Unterhaltungsformation für Frühschoppen, für Dämmershoppen, Oktoberfesten etc. Hotelfeste und so weiter und so fort. So lassen wir das stehen. Eine Frage hätte ich natürlich noch mitgebracht. Wir sind ins Jahr 2019 gestartet. Gibt es ganz exklusive Vorhaben der Imbacher oder lasst man sich einfach überraschen, was die restlichen Monate noch mit sich bringen? Ja, wir lassen uns überraschen. Vorher hätten wir genug, aber wir möchten noch ein bisschen besser werden, noch ein bisschen stärker ins Geschehen eingreifen. Es dauert eine lange Zeit, wir sind erst 3 Jahre zusammen. Und wir hoffen, dass uns viele die Chance geben werden, dass wir da ein bisschen vorwärts kommen. Lieber Didi, ich kann dir eins sagen, auf Volkstv seid ihr absolut richtig gelandet. Wir freuen uns immer wieder über neue Formationen. Danke, schön, dass ihr dabei seid. Lieber Gregor, mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Na Spaß, müsst ihr jetzt sagen, gell? Ist die heutige Sendung vorbei, es sind eigentlich 2 weinende Augen, denn es war wirklich super hier. In Hollersbach, rund um Hollersbach, der Stammtisch gestern, dieser Kaiserbier-Musikanten-Stammtisch war einzigartig. Die Stimmung war toll. Ein großes Danke natürlich auch nochmals an die Emmy Klinger und an die Wildkogelburm. Und ich glaube, so kann es weitergehen. Ja, das wäre ein Wahnsinn, wenn es so weitergehen würde. Wird auch weitergehen. Die 2. Sendung sind wir schon in Planung. Und ich hoffe, dass viele Musiker auch kommen werden und dass wir das so richtig einen Stammtisch aufziehen können, der was sich gewaschen hat. Genau, einen Stammtisch, so wie er sich eben gehört. Den Termin für den nächsten Stammtisch, den erfahren Sie ganz bestimmt bei uns in der Sendung oder ansonsten auf unseren sozialen Netzwerken. Dankeschön Ihnen zu Hause fürs Einschalten. Wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Abend und ganz, ganz liebe Grüße aus dem Pinzgau senden wir 3 und natürlich alle weiteren Interpreten, die mit dabei waren. Danke, auf Wiederschauen und bis bald.